Gibt es Menschen um Sie herum, die Ihnen gute Ratschläge geben? Dann sollten Sie äußerst vorsichtig sein, denn Ratschläge sind gefährlich und die können fatale Konsequenzen haben. Ratschläge, die können Sie alles kosten. Ich verrate Ihnen, was es damit auf sich hat. Mein Name ist Martin Wehrle, ich bin Autor des Buches Den Netten beißen die Hunde und ich habe die 365-Tage-Challenge erfunden. Dort können Sie sich jeden Tag Ihres Jahres Inspirationen und kleine Aufgaben abholen. Ich werde Ihnen gleich ein Beispiel aus meinem eigenen Leben erzählen, wie mich ein guter Ratschlag in die völlig falsche Richtung geführt hat. Und dann werde ich Ihnen die Risiken aufzeigen, die es für Sie mit sich bringt, wenn Sie auf Ratschläge anderer Menschen hören. Vorher steht aber eine wichtige Frage zwischen uns im Raum. Denn Sie könnten mir ja entgegenhalten, aber Herr Wehrle, geben Sie auf Ihrem Kanal denn nicht auch andauernd Ratschläge und Tipps? Ist das kein Widerspruch, dass Sie jetzt empfehlen, ich sollte niemals auf Ratschläge hören? Das ist eine spannende Frage und ich darf Ihnen sagen, ich sehe mich nicht als Ratgeber, sondern als jemand, der Sie inspiriert. Das ist ein großer Unterschied, denn um Sie zu inspirieren, reicht es, dass ich meine Erfahrung mit Ihnen teile und Sie entscheiden selbst, was Sie daraus machen. Denn der Experte für Ihr eigenes Leben, das bin nicht ich, das sind Sie selbst. Anregungen kann ich Ihnen geben, aber die Verantwortung, was Sie umsetzen und was nicht, die sehe ich ausschließlich bei Ihnen. Ich würde mir niemals anmaßen, ins Steuerrad Ihres Lebens reinzugreifen und ich reagiere äußerst allergisch, wenn Autoren oder YouTuber-Kollegen sich als Gurus inszenieren, ob als Finanzgurus oder Vertriebsgurus oder Lebenshilfegurus. Denn wer meint, alles besser als seine Zuhörer oder Leser zu wissen, der legt damit nur ein Zeugnis über seine eigene Torheit ab. Ich weiß, dass ich nichts weiß, hat Sokrates gesagt, und er war ein wirklich kluger Mann, der seinen Zuhörern übrigens keine klugen Ratschläge gegeben, sondern nur kluge Fragen gestellt hat. Das möchte ich auch in diesem Video tun, Ihnen vor allem Fragen stellen und eigene Erfahrungen schildern. Die Antworten, die wissen Sie selbst am besten, und jetzt gebe ich Ihnen ein Beispiel aus meinem eigenen Leben. Warum habe ich mich auf eine Berufslaufbahn als Beamtenanwärter eingelassen? So hat mein Berufsleben begonnen. Warum ist ein kreativer und freiheitsliebender Mensch wie ich ausgerechnet in einer Amtsstube gelandet? Neben ein paar anderen Gründen, vor allem dem, dass ich einen Bürojob wollte und es in meinem Dorf kaum Alternativen gab, neben anderen Gründen haben mich auch wohlmeinende Tipps naher Menschen in dieses Los getrieben. Zum Beispiel haben mir meine Eltern sehr zugeraten, mich auf diese Position zu bewerben. Andere Verwandte und Bekannte bliesen in dasselbe Horn. Die Argumente, die ich hörte, waren zum Beispiel: Als Beamter bist du unkündbar, du genießt ein hohes Maß an Sicherheit und du arbeitest dich nicht zu Tode. Und diese Ratschläge, die haben dazu beigetragen, dass ich diesen Job als Beamtenanwärter angenommen habe. Und nun zeige ich Ihnen an diesem Beispiel einmal den psychologischen Mechanismus hinter Ratschlägen auf. Dann werden Sie sofort verstehen, wie riskant es ist, sich nach dem Rat anderer Menschen zu richten. Also, warum genau haben mir meine Eltern einen sicheren Job, eine möglichst unkündbare Position empfohlen? Weil sie selbst sicherheitsbewusste Menschen sind. Mein Vater war als Handwerker ein so großer Könner, dass die Kollegen mit schwierigen Fällen noch zu ihm kamen, als er längst in Rente war. Dennoch wäre er nie auf die Idee gekommen, einen eigenen Betrieb zu gründen. Das schien ihm einfach zu riskant. Darum zog er die in seinen Augen deutlich sicherere Festanstellung vor. Er war 40 Jahre im selben Betrieb und bei meiner Mutter lagen die Dinge ähnlich. Und jetzt überlegen Sie mal, wie sich dieser Hintergrund auf einen Ratschlag auswirkt, auch bei den Menschen um Sie herum. Wenn jemand in seinem eigenen Leben sicherheitsbewusst ist, was wird er Ihnen empfehlen? Natürlich die sicherste Lösung. Aber wenn jemand in seinem eigenen Leben risikofreudig ist, was wird er Ihnen empfehlen? Natürlich eine gewagtere Lösung. Und wenn jemand sehr kreativ ist, was wird er Ihnen dann empfehlen? Natürlich eine kreative Lösung. Das Problem besteht nur darin, dass diese Ratschläge nichts, aber auch gar nichts mit Ihnen und Ihrer Situation zu tun haben. Da sitzt jemand vor Ihnen, der fürs Leben gern Spinat isst und deshalb serviert er Ihnen einen großen Teller davon, ohne Rücksicht darauf, ob Sie Spinat mögen, ob Sie überhaupt Hunger haben oder nicht. Unbewusst denken die allermeisten Ratgeber, was gut für mich ist, das muss doch auch gut für den anderen sein. Für meinen Sohn oder für meine Tochter, für meinen Freund oder für meine Freundin.
Das ist ein allzu menschlicher Vorgang und in der Psychologie nennt man das eine Projektion. Menschen sehen das in anderen, was in ihnen selbst ist. Und Menschen empfehlen anderen genau das, was sie sich selbst empfehlen würden. Mal angenommen, sie befinden sich in einer schwierigen Situation, sagen wir einer Beziehungskrise. Sie sind unsicher, was sie tun sollen. Sollen sie sich trennen oder es doch nochmal versuchen? Ein klärendes Gespräch suchen oder auf eine Entschuldigung vom anderen warten? Und nun sprechen Sie Ihren besten Freund oder Ihre beste Freundin mit der Frage an, was rätst du mir? Und nun dürfen Sie sicher sein, und zwar ganz sicher, dass genau der gerade beschriebene Mechanismus einsetzt. Wenn Ihr Freund ein Sturkopf ist, wird er zu Ihnen sagen, tu gar nichts, der andere muss sich entschuldigen. Wenn Ihr Freund ein Diplomat ist, wird er sagen, such unbedingt das Gespräch. Und wenn Ihr Freund ein äußerst konsequenter Mensch ist, wird er sagen, trenn dich, hat keinen Zweck mehr. Oder weiteres Beispiel. Sie stehen vor der Entscheidung, ob Sie den Arbeitgeber wechseln sollen oder nicht. Und wenn Sie nun einen wagemutigen Freund fragen, wird er ganz sicher sagen, auf jeden Fall, es wird höchste Zeit. Und wenn Sie nun einen eher zögerlichen Freund fragen, wird er ganz sicher sagen, überleg es dir gut, wer weiß, ob du nicht vom Regen in die Traufe gerätst. Und wenn Sie einen Freund fragen, der selbst ein erfolgreiches Unternehmen besitzt, wird er Ihnen womöglich raten, bleib bloß nicht in der Festanstellung, mach endlich dein eigenes Ding. Aber all diese Ratschläge, die sagen ganz viel über die anderen Menschen aus, ganz viel darüber, was die für wichtig halten, wohlgemerkt für sich selbst. Aber diese Ratschläge sagen nichts. Die sagen nichts darüber aus, was für Sie persönlich wichtig und richtig ist. Denn nur weil der andere Spinat liebt, müssen Sie noch lange nicht Spinat lieben. Und nur weil der andere Spinat hasst, müssen Sie noch lange nicht Spinat hassen. Sie haben einen eigenen Geschmack, Sie haben eigene Werte und Sie haben ein eigenes Leben. Beobachten Sie das in Ihrem Alltag einmal. Kann es sein, dass Ihnen andere Menschen immer das raten, was gut für Sie selbst wäre? Kann es sein, dass diese Ratschläge mit Ihnen und Ihrer Situation herzlich wenig zu tun haben? Und kann es deshalb sein, dass es ein großer Fehler wäre, einfach auf diese Tipps zu hören? Ich glaube, Sie selbst sind Ihr bester Ratgeber, denn Sie kennen sich und Ihre Bedürfnisse am allerbesten. Aber dafür müssen Sie in sich horchen und Ihrer inneren Stimme vertrauen. Ich zum Beispiel habe tief innen schon gewusst, dass meine Verwaltungslehre ein Irrweg ist. Und dennoch bin ich diesen Weg gegangen, denn ich habe mehr den anderen geglaubt als mir selbst. Und jetzt noch ein Wort zu den Tipps, die ich auf diesem Kanal und in meinen Büchern gebe. Ich sehe das als eine Art kaltes Buffet an. Und Sie selbst können mit Ihrer eigenen Intuition entscheiden, was davon Ihnen schmeckt und was nicht, was davon sich auf Ihr Leben übertragen lässt und was nicht. Aber niemals, niemals würde ich mir anmaßen, Ihnen zu sagen, was in einer spezifischen Situation für Sie richtig oder falsch ist. Denn der Kapitän Ihres Lebensdampfers, das sind Sie selbst. Und daran sollten Sie sich immer erinnern, wenn Ihnen jemand einen Ratschlag gibt, dass Sie ihn hören können, aber nicht umsetzen müssen. Denn Ihren Kurs, den bestimmen nun mal Sie selbst. Und jetzt schauen Sie unbedingt noch mal ein Video darüber, was nur unreife Menschen tun. Vielleicht tun Sie diese Sache auch. Der Link ist hier oben in der Infobox und wir blenden das Video gleich noch zum Anklicken ein. Und ich würde Sie gerne 365 Tage begleiten, damit Sie sich jeden Tag weiterentwickeln können. Und wie das geht und wie Sie davon profitieren und wie Sie mit nur 3 Minuten Aufwand pro Tag in ein besseres Leben abbiegen, das verrate ich Ihnen in meinem kostenlosen Videoseminar, das 3-Minuten-Geheimnis. Klicken Sie hier, für kurze Zeit ist es noch kostenlos und da erfahren Sie alles. Bleiben Sie mir treu, schauen Sie wieder vorbei, am besten mit Abo und Glocke. Ihr Martin Wehrle.